Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vor ziemlich genau einem Jahr, am 18. März 2020, wandte sich Bundeskanzlerin Merkel an ihr Volk, um ihm mitzuteilen, dass die der Bevölkerung Corona-bedingt auferlegten Einschränkungen im Moment unverzichtbar seien, um Leben zu retten. Dieser Moment ist nun ein Jahr her und dauert an. Ein dezidierter, klarer Krisenfahrplan ist weiterhin nicht erkennbar. Dafür aber sehen wir geräumte Schaufenster in den Fußgängerzonen, unbewirtschaftete Café- und Restauranträumlichkeiten, geschlossene Kultureinrichtungen und hören von immer mehr Unternehmen, die Insolvenz anmelden müssen. Dieser Moment, von dem die Kanzlerin vor einem Jahr sprach, scheint sich zu einem Ewigkeitsmoment auszuwachsen. Solltet ihr die Bevölkerung weiter duldsam zusehen, wie außer der x-ten Lockdown-Verlängerung und Impfpropaganda in der Endlosschleife nichts passiert. Aber der Abwärtsspirale zum Trotz, in der sich unser Land seit einem Jahr befindet, singen die Mainstream-Medien in weiten Teilen auch weiterhin das Lied der besonnenen, alternativlosen Kanzlerin, die als nachdenkliche Physikerin angeblich die Dinge vom Ende her denkt und auf Sicht fährt und sich zudem als erfolgreiche Krisenmanagerin bewährt hat. Wer sich als Konsument der Medien statt mit den Jubelchören mit der inhaltlichen Ebene des deutschen Corona-Managements auseinandersetzt, weiß allerdings, dass dieses auf allen nur denkbaren Ebenen, von der Information der Bürger bis hin zur Versorgung der sogenannten vulnerablen Gruppen in Alten- und Pflegeheimen, kläglich versagt hat und dies noch immer tut. Und das betrifft nur Corona. Eine Meldung dieser Woche, die von den Medien nur äußerst unterbelichtet behandelt wurde, wirft ein noch deutlicheres Licht auf die geradezu ungeheuren Versäumnisse der als Krisenmanagerin gepriesenen Bundeskanzlerin. Wussten Sie, dass sich die Zahl der Abschiebungen von ausreisepflichtigen Migranten im vergangenen Jahr 2020 im Vergleich zum Vorjahr mehr als halbiert hat? Wir alle erinnern uns vermutlich noch an Merkels Worte, dass eine nationale Kraftanstrengung vonnöten sei, um geltendes Asylrecht durchzusetzen. Wo Recht gesetzt ist, muss dieses Recht auch umgesetzt werden, sagte Merkel bereits vor 4 Jahren bei der Jahrestagung des Deutschbeamtenbunds in Köln. Wer als Schutzbedürftiger einen Aufenthaltstitel habe, müsse auch integriert werden. Wer hingegen keinen Schutzstatus habe, müsse unser Land wieder verlassen. Passiert ist weder eine nationale Kraftanstrengung noch die Durchsetzung geltenden Asyl- wie Aufenthaltsrechts und wird von der Bevölkerung wie den Medien kommentarlos hingenommen. Einfach so. Und trotz fortwährender Rechtsbeugung und Nichtwahrnehmung ihrer Amtspflichten kann die Partei der Bundeskanzlerin aktuell von einer Fortführung ihres Führungsansprüches nach der nächsten Bundestagswahl ausgehen. Im Gegensatz zu Ländern wie Nordkorea ist uns Frau Merkel nicht qua Geburtsrecht auf Lebenszeit als Kanzlerin auferlegt worden. Die deutsche Bevölkerung scheint sich bei all den nicht vorhandenen Unmuts- und Protestbekundungen allerdings damit abgefunden zu haben, dass die Frau im Kanzleramt allen Fehlentscheidungen, allen fatalen Entwicklungen zum Trotz genau dieses Selbstverständnis für sich ableiten könnte. Nutzen wir als Bürger also die Möglichkeit unserer Demokratie, solange es sie noch gibt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.